Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Outlast. Oder Moment, ist das gar nicht Outlast, sondern Manuel Neuer? Nein, es ist Outlast. Ich würde lieber auf Manuel Neuer spielen als auf Outlast, aber okay, das hört sich doof an. Nein, vergesst das wieder. Vergesst das. Ich soll der Blutspur folgen. Follow the blood. Oh, gleich zwei Batterien. Noch eine Batterie. Und eine Hä? Ich wurde angeschrieben. Das ist mir immer scheißegal. Wo sind wir hier hochgegangen? Ich hätte vielleicht noch einen Schritt weiter gehen sollen letztes Mal. Okay. Blutspur. Aber Ben, ihr seid live dabei, wie ich alles schließe, was mich nervt. Hey, ihr nervt mich. Warte. Annehmen. Jetzt offline gehen. So. Und schließen. Hatte ich das nicht schon gemacht letztes Mal? Nee. Ich habe so lange nicht mehr aufgenommen. Das lag aber daran, dass ich hatte einfach keinen Bock auf Outlast. Ernsthaft, ich brauchte eine Pause. Ich wollte immer so, dachte mir so, was war das denn jetzt? Ich dachte immer so, ja, du musst noch Outlast aufnehmen. Und dachte ich mir so, nee. Okay, Folge der Blutspur. Folge der Blutspur. Soll ich da runterspringen? Nein. Folge der Blutspur. Folge der Blutspur. Da ist Typi. Folgt er auch der Blutspur? Nein, der haut gegen eine Tür. Folge der Blutspur, Folge der Blutspur, Folge der... Scheiße. Hi! Nein! Wir sind am Arsch. Geh weg. Nee, kannst nicht mal. Das ist der Alte! Nein! Nee, schon wieder der! Hä, warum drehe ich mich immer um? Ich will mich nicht umdrehen, ich will laufen. Nein! Du sollst... Verdammt... Er dreht sich immer um, wenn er laufen soll gerade. Das ist nicht nett. Das ist niemals Manuel Neuer. Das ist einfach nur Kacke. So, komm schon. Du musst deinen richtigen Weg finden. Hier hoch. Hiya! So, einmal haben wir es geschafft. Manuel Neuer. Was ist denn hier eigentlich in die Richtung? Ein toter Mensch mit einer Batterie. Die wolltest du mir wohl vorenthalten. Kann ich das auch? Walkie-talkie? Ich meine, kann ich Hilfe rufen? Warum denkt niemand dran, Hilfe zu rufen? Ich will dieser Situation sofort Hilfe rufen. Ich bin hier nicht. Du kennst mich nicht. Du kannst eine Dani nicht aufhalten, wenn eine Dani nicht aufgehalten werden will. Okay, jetzt. Jetzt! Oh, verdammt, bist du gut. Endlich. Oh, nö. Fick dich. Keine Ahnung, wer hier ist oder wer herkommt. Aber ich will es nicht. Einfach nee. Wird bestimmt gleich jemand kommen. Oder wird mir ganz doll Aua machen. Das weiß ich jetzt schon. Weil sie mir alle ganz doll Aua machen. Was war das denn jetzt? Ich bin eingebrochen. Ich bin fett. Willst du mir sagen, ich bin fett? Aber hier kann der Typ nicht hin, der hat die Tür nicht aufbekommen. Ist das ein Fenster oder so? Bretter vor. Warum sind immer Bretter vor? Das mag ich nicht. Und warum kann man sich hier überall verstecken? Das mag ich auch nicht. Entschuldige, aber ich möchte hier gern irgendwie mal wieder... Rau? Batterie. Erst die Batterie. So viel Zeit muss da... Gib her, das Scheißding, du Blöder. Blöde Puter, du. Okay. Jo, hier bin ich runtergekracht. Da komme ich wahrscheinlich nicht mehr hoch. Hätte ich jetzt mal so vermutet. Hä? Da irgendwie auch nicht. Da auch nicht. Hier nicht. Hier nicht. Da nicht. Hä? Bin ich? Ich bin bestimmt gerade wieder ganz blöd. Das ist so ein enger Raum. Kann ich hier hochklettern? So das Lattenrost als eine Leiter benutzen? Das wäre voll logisch gewesen. Okay. Du bist verschlossen. Ich weiß es. Ich wusste es. Ich kann mich verstecken. Okay. Ich möchte mich aber gerade nicht verstecken. Sondern eher ein bisschen umsehen. Gehe ich mal an der Wand lang. Zugenagelt. Ich höre hier was. Muss ich dagegen rennen? Bestimmt. Bah! Nein, okay. Weil mir schon klar ist, dass es nichts bringt.
Hui! Autsch. Vielleicht bin ich ja gar nicht runtergefallen, sondern Manuel Neuer. Nein, okay. Entschuldigung. Ich sollte aufhören damit. Der schlechteste Manuel Neuer-Witz in den Kommentaren kriegt irgendwann mal einen Keks von mir. Also schreibt schlechte Witze. Die kann ich aufheben. Nee, irgendwie verstecke ich das. Das wäre eine Akte. Entschuldigung, habe mich getäuscht. Meine Schuld. Alles meine Schuld. Ich will zusammenbrechen. So schwer bin ich nicht. Ich fühle mich gemobbt hier. Ist nicht nett. Gar nicht nett. Hier kann ich durch. Eine Tür. Eine Tür. Eine Tür in die Freiheit. Eventuell. Oder mal wieder in eine Toilette. Yay, hatten wir ja so weniger. Ohne Batterie. Und warum ist hier eine Matratze? Wer schläft auf der Toilette? Ich meine, es ist nicht irgendwie Betrunkene, die in der Toilette mal einschlafen. Das ist ja noch okay, aber wer schläft bitte einfach so auf der Toilette? Obwohl, wenn ihr betrunken seid und in der Toilette einschlaft, ne, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Dann kann selbst die große Dani euch nicht helfen. Ja, ich nenne mich jetzt die große Dani. Alexander durfte sie auch Alexander der Große nennen. Okay? Oh, ich bin so selbstverliebt. Ich liebe mich dafür, dass ich so selbstverliebt bin. Ah! Vielleicht bin ich auch gar nicht selbstverliebt, sondern Manuel Neu... Oh, Dani, hör einfach auf mit der Scheiße. Ich mache schlechte Witze, um meine Angst zu verbergen. Jetzt weiß ich, wie es Sarazar geht. Hallo? Da blinkt was. Hallo? Was blinkt da? Das war das Fenster. Die Freiheit. Die Freiheit blinkt. Jetzt wissen wir es endlich. Oh, da ist eine Notiz. Meine Akte. Und zwar... Oh Gott, das ist... Auszug aus dem Tagebuch von Shirley Peace. Oder Piercer. Patientin in der Mount Massive Nervenklinik. 1952 bis 1964. Also 12 Jahre lang. Wieso kann ich mich nicht erinnern? Woher die Schnitte stammen? Die sind so schmerzhaft. 7 Tage später noch. Dr. Norforth sagt, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypnotherapie im Unterbewusstsein ablehne. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Dr. Newhouse sagt, dass dies eine andere Form meiner Schlafzimmerhysterie sei. Armer Bruce, wegen mir muss er so sehr leiden. Ich habe versucht, Mrs. Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnliche Probleme mit ihrem Mann hatte, also sie lehnt ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Ich weiß, dass die Ärzte nur gut mit mir meinen. Und mit Hilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, befinde ich mich in besten Händen. Ich sollte meine Tabletten nehmen und schlafen und heute Nacht auf angenehme Träume hoffen. Ich glaube, sie ist nie wieder aufgewacht. Und warum liege ich über Akten verstreut? Ja, ich schreibe jetzt mein Tagebuch und lege sie irgendwo hin. So, das denken die sich. Warte mal, bin ich jetzt in den Kreis gelaufen? Ich hasse es. Da bin ich reingekommen. Du bist so ein Angsthase, Dani. Ich hasse es, wenn alles gleich aussieht. Hallo, Warrider. Wie geht es dir so? Netter Typ. Netter Typ, dieser Warrider. Da gehen wir einfach in die andere Richtung. Huch, Gott, jetzt hör auf mit der Steuerung hier. Du sollst rennen und nicht, was immer du gerade gemacht hast. Darf ich mal haben? Dankeschön. Na, wie geht's dir so? Gut, tot, schön. Tote Leute tun mir nicht weh, also in der Regel nicht. Außer bei The Walking Dead oder so. Das schon. Das war nicht ganz so nice. Kämpfen wir jetzt schon gegen den Warrider? Ich hoffe nicht. Ich habe Angst vor dem. Jeder hat Angst davor, ein Warrider zu sein. Jetzt kriege ich so viele Batterien hinterhergeschmissen. So nach dem Motto so, ha, du hast Angst. Hier, nimm diese Batterie. Vorher muss ich drum betteln. Kerzen. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Lie. The cake is a lie. Oh, ich liebe es. Ich liebe dieses Gold unter deinen Füßen. Oh, da war was. Ich habe irgendwas notiert. Ich erkenne die Handschrift. Vater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Sind die Lügen, von denen er spricht, die fehlenden Akten aus diesen Kisten, die Fakten, die Unterlagen? Sieht nach Regierungsdokumenten aus. Mindestens 30 Jahre alt. Wahrscheinlich sogar älter. Ich muss an MKUltra CIA denken. Bewusstseinskontrolle. Das Summen hört nicht auf. Was? Willst du mich verarschen? Das ist voll die CIA. Weiß ich. Keine Ahnung. Vielleicht doch. Ach, Menno. Ja, nein, beweg dich bitte. Nein. Ah, also irgendwie möchte ich die Steuerung heute nicht. Ich habe aber nichts umgelegt.
Ach, weil da eine Tür ist vielleicht, das nicht reagiert hat. Ach. Nein, geh doch einfach. Nerv mich nicht. Meinetwegen watsche. War das rein nochmal hier drauf? Kam ich hier? Hier kam ich lang. Dann wollte ich nicht hier lang, weil da der Warrider war. Und dann müssen wir jetzt einfach lang, weil da der Warrider war. Dann gehen wir jetzt in die Tür, die geschlossen wurde. War es diese? Nö. Das war diese hier. Fickt euch! Nein! Nein, fickt euch! Ernsthaft, fickt euch zu Tode! Aber nicht mich! Fuck, was ist denn das bitte für ein Pech gewesen jetzt? Das waren ja die, die uns essen wollten, oder? Das sind die, die uns essen wollten. Die Pimmelbrüder. Und wir haben sie rausgelassen. Und wir haben sie rausgelassen. Scheiß Pimmelbrüder, ernsthaft. Oh, jetzt hör auf. Renn bitte. Bitte renn. Sind wir hier richtig oder falsch? Was ist überhaupt noch richtig und was ist falsch? Ey, das sind die, die mir am meisten Angst machen hier. Wisst ihr das? Fuck! Ich muss nochmal probieren. Ich höre ihn. Ich werde weg. Wo sind die Pimmelbrüder? Wir nennen sie jetzt Hängner und Hängner Sack und Hängner und Schwebender Sack. Keine Ahnung. Wir müssen ihm blöde Namen geben, damit ich nicht so eine Angst vor ihnen habe. Fuck! Nein! Nein, 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 nein! Oh, lass die scheiß Kamera Kamera sein! Fuck, Pimmelbruder 1. Nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Neues Ziel, du brauchst deinen Camcorder. Nee! Nee, ich gehe ohne weiter. Ich schaff das. Muss ich da jetzt runterspringen? Das kann doch nicht der Ernst sein, dass ich da jetzt runterspringen muss. Um Pimmelbruder 1 und 2 zu suchen. Ja, gib mir einen scheiß Camcorder. Da liegt er doch. Ich sehe doch nichts. Ich wäre so gern mit runtergefallen. Jetzt so im Nachhinein. Oh fuck, ich habe so eine Gänsehaut. Ah, ich kann da so rüber, okay. Ich dachte, ich musste da drunter durch und dann rüber oder keine Ahnung, was ich dachte. Ich denke nie was. Ich bin Dani. Hi. Batterie. Ja, Miles, ich habe auch Angst. Wo war die Batterie? Hier. Bitte lass die uns nicht jagen. Bitte lass sie einfach nur... Bitte. Ich erkenne doch nichts. Pimmelbrüder. Hängendes Säckchen. Komme ich da hin? Oh Gott, ich muss doch hier... Hier muss ich bestimmt irgendwo lang. Hier? Ich muss mich doch irgendwo lang quetschen können, oder nicht? Sagt mir nicht, dass ich fett bin. Das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Hier ist es so dunkel. Ich sehe einfach gar nichts. Okay, so ging es auch. Lass uns den Schmerz abwischen. Einfach den Schmerz abwischen. Och nö, ernsthaft.
Muss ich da runter oder? Hallo? Gebrüder Pimmel? Ich bin Stani. Blitze, Dunkelheit. Fick dich! Du willst mich auch umbringen? Bin ich hier richtig? Das ist mein Camcorder. Oder ist das eine Flasche? Das ist eine Flasche. Das ist eine blöde fucking Flasche. Du bist auch so eine Flasche. Was kann ich hier machen? Ich kann die Tür zuschmachen. Ha! Habe ich es euch gegeben. Wahrscheinlich muss ich da wieder raus. Oh Gott, ich sehe nichts. Wie ich einfach nichts sehe. Ich kann nur erahnen, wo ich lang muss. Wollte ich die öffnen? Oder ich wollte die öffnen. Habe ich da raus? Oder rein? Oder? Ach Gott, ey. Ich brauche wirklich meine Ding. Ich brauche meinen Camcorder. Ohne fühle ich mich nicht wohl. Komme ich hier lang? Boah, ich brauche vor allem wieder Helligkeit. Bist du innen oder bist du außen? Erst innen. Okay, ich dachte schon. Boah, ist das dunkel. Ich habe die Sachen natürlich damals richtig eingestellt, dass es für mich richtig dunkel gerade ist. Oh, Licht, ey. Hier kam ich her, oder? Nee. Doch. Weiß ich nicht mehr. Ich sehe ja nichts, immerhin. Boah, ist das ein scheiß Labyrinth. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann aber auch in der nächsten Folge wieder, wo ich dann hoffentlich nicht mehr ganz so blind bin oder Regal, durchquetschen? Überspringen und durchquetschen? Ja, in der nächsten Folge, wenn ich hoffentlich mal wieder irgendwas sehen kann und wenn es nur ein bisschen was ist oder so. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.